Der Harlem Shake ist ein Internetphänomen, das die Welt erobert hat. Und auch Lübeck war am Sonnabend mit dabei. Ein Harlem Shake ist ein 30-sekündiges Video, das zu dem gleichnamigen Song eines US-amerikanischen DJs gedreht wird. Das Prinzip ist immer das gleiche. Zunächst stellen die Personen Langeweile dar. Meistens tanzt einer alleine und verhalten in der Bildmitte, wie hier bei der Feuerwehr Ahrensburg. Wenn dann der Bass einsetzt, wird getanzt, gezappelt, gehüpft und gerockt, was das Zeug hält. Die fertigen Videoclips kommen ins Internet. Das allein war für die Lübecker nicht genug. Mit einem Flashmob, also einer nur über das Internet angekündigten Versammlung, sollte der ganze Markt gefüllt werden. Dafür reichte es nicht ganz. Obwohl sich bei Facebook über 1500 Personen angekündigt hatten, kamen wohl auch aufgrund des unerwarteten Schneefalls doch deutlich weniger. Die Stimmung war dennoch bestens. Und als es dann zur Sache ging, war der Schnee vollkommen egal. Veranstaltet wurde der Harlem Shake von Privatpersonen, die Aktion mit Unterstützung einer Medienagentur drehten. Sie zeigten sich zufrieden. So eine Spontanaktion auf Facebook? Ja. Also wir haben nicht mit so viel gerechnet. Wir haben ein paar Leute eingeladen, aber waren da 9000 drin. Und ja, waren schon recht, also 800 oder 600, 600 bis 800 waren ja hier da, so wäre ich gut dabei gewesen. Ne? Wow, ich komme schon drauf rein. Wir stellen das online auf YouTube. Wir brauchen jetzt circa 2 Stunden zum Schnitt, machen da so ein schöne Effekte rein und gucken, was sich daraus machen lässt. Auch die Teilnehmer bereuten ihr Kommen nicht. Einige hatten einfallsreiche Kostüme und Mitbringsel dabei. Ich dachte, ja, mit dem Auto fällt man auf jeden Fall noch mehr auf und dachte, ja, ich kann zwar nicht gut tanzen, aber man hat es dann hochgehoben, dann ging das auch. Ich wusste noch nicht ganz, was ich anziehen sollte. Ich habe überlegt, ob ich einen Neoprenanzug anziehe oder Blaumann mit Helm oder so. Und dann habe ich gedacht, gut, ich ziehe einfach einen Anzug an und mit dem Ketka, das ist halt speziell. Um kurz nach 5, als alles vorbei war, löste sich die Menge schnell auf, wie sich das für einen Flashmob gehört.